erzähle euch was zu Ho'oponopono, wie das wirklich funktioniert, wie es dir helfen kann bei deiner Manifestation und was es wirklich bedeutet. Also, ja, Ho'oponopono. Was hat das mit Manifestation zu tun? Was hat das mit Kreation zu tun? Warum unterscheide ich Manifestation und Kreation? Weil für mich ist Kreation die innere Arbeit und Manifestation ist das, was sich dann im Außen in der materiellen Welt zeigt. Und ohne Kreation keine Manifestation. Und die meisten bemühen sich zu manifestieren, ohne zu kreieren, ohne den Seinszustand zu kreieren, den sie brauchen, um die Manifestation zu bekommen, ohne den Seinszustand zu kreieren, den sie brauchen, um die Manifestation zu behalten und dann weiter zu wachsen und größer und weiter zu manifestieren, die größeren Dinge zu manifestieren, in mein Leben zu kreieren. Dazu muss ich wachsen. Dazu muss ich in meinem Inneren meine, der entsprechend nicht meine volle Größe, sondern meine Divine Design Größe annehmen. Das sagt doch etwas aus. Deine volle Größe sagt nichts aus. Du weißt nicht, wie deine volle Größe ist. Aber du kannst lernen, wie deine Divine Design Größe ist, wie deine Wahrhaftigkeit ist, wer du in wahrhaftig bist, wenn du dich nicht begrenzen lässt, weder durch deinen Körper noch durch deine Programme, die du gelernt hast, die du übernommen hast, von denen du überhaupt nicht weißt, dass sie dich bestimmen, dass sie dein Denken bestimmen und somit auch das, was für dich möglich ist und was in deinem Innen kreiert wird. Und erst dann und nur dann, wenn du das durchbrechen kannst, nur dann, wenn du dich freibrechen kannst von dieser begrenzten Identität, die ich Human Design nenne, und springst, das ist auch ein Tool von mir, Divine Jumping, in dein Divine Design jumpst. Du springst dort rein und von dort aus kreierst du deine Welt. Von dort aus, aus dieser Perspektive, aus diesem Seinszustand, kreierst du all deine Wünsche, kreierst du all deine Menschen, kreierst du all deine Situationen. Ja, all das kreierst du sowieso. Also liegt es jetzt an dir, das bewusst zu tun. Und das ist ein Job, das ist eine Reise. Ich nenne sie Divine Design Reise. Davon erzähle ich dir auch gleich noch mehr. Also, Ho'oponopono. Das sind die berühmten vier Sätze. Die berühmten vier Sätze, die auf Hawaiianisch heißen, ich bringe die Dinge in Ordnung. Ich bringe es wieder in Ordnung. Und darum geht's. Warum soll ich die Dinge in Ordnung bringen? Viele haben das Gefühl, es ist ein Vergebungsritual in erster Linie. Und da ist schon der große Fehler. Weil dieses Vergeben versteht niemand. Und das musst du deinem Verstand beibringen, worum es beim Vergeben geht. Beim Vergeben geht es nämlich in erster Linie um neu kreieren und nicht um etwas nicht schlimm zu finden, was mal passiert ist, um etwas zu verzeihen, was mal passiert ist, sondern es geht darum, um es neu zu kreieren. Weil du kannst, wenn du etwas verzeihst, das mal war, das ist dann verziehen, aber es war doch noch. Es war noch in deinem Bewusstsein. Es ist immer noch in deinem Bewusstsein. Es ist etwas, was du vergeben hast, wo du vielleicht dich gezwungen hast, das nicht so schlimm zu finden, obwohl du es wirklich schlimm fandst. Die ganzen Verletzungen zu vergeben. Dann bist du jemand, der Verletzungen vergeben hat. Aber trotzdem bist du jemand, der verletzt wurde. Trotzdem bist du jemand, der verletzt ist. Und genau so wird deine Energie sein. Genauso ist deine Energie. Solange du noch irgendwo dich verbindest mit der Vorstellung einer Person, die verletzt worden ist, aber ja jetzt vergeben hat,
bist du immer noch eine verletzte Person. Und das wirkt, diese Energie wirkt. Und deswegen, wenn du Ho'oponopono richtig verstehst, heißt das, I'm sorry. Also es tut mir leid. Und du sagst, es tut mir leid, dass ich diese Scheiße kreiert habe. Das tut mir leid, das ist beschissen gewesen. Es tut mir leid. Und dann, please forgive me. Bitte verzeih mir. Und hier kommen wir auf dieses richtige Verzeihen. Ja, dieses richtige Verzeihen. Auf Englisch heißt es repent. Und auf Deutsch heißt es Buße tun, bereuen. Und da ist nichts von neu kreieren dabei. Das ist einfach noch, naja, irgendwie ist es halt passiert. Alles, was die ganze spirituelle Szene immer sagt, fühl's durch, dann geht's weg. Dann bist du eine, die es durchgefühlt hat und die dann meint, dass wenn sie es oft genug durchgefühlt hat, dass es weg ist. Aber du identifizierst dich immer noch mit einer, die das mal erlebt hat. Mit einem, der verletzt worden ist. Und je öfter du es durchfühlst, desto klarer ist die Definition. Ja, ich habe das ja mal gefühlt, ich habe das mal erlebt. Und dann wirst du dich daraus definieren. Dann hast du es vielleicht verzeihen, vergeben. Aber solange du dich immer noch irgendwie daran erinnerst, irgendwie meinst, oh, das hat mich aber damals verletzt, dann bist du immer noch die, die verletzt worden ist. Eine Verletzte. Eine Verletzte ist nicht gut genug. Weil wenn sie gut genug wäre, dann wäre sie, würde sie ja nie verletzt worden sein. Also deswegen ist es so wichtig, dass du das richtig verstehst. Repent. Das heißt auf Englisch receiving, reviewing, also wieder anschauen, neu anschauen, aus einer neuen Perspektive anschauen. Reviewing one's actions and feelings, dass die alten falschen Geschichten neu geschrieben werden, neu gemacht werden, neu gesehen werden. Das ist repent. Das ist mit verändern. Es tut mir leid, die alte Scheiße. I'm sorry, es tut mir leid. Und ich verändere das jetzt. Please forgive me. Also, jetzt ist es vorbei. Vergeben. Vorbei, vergeben. Aus. Neu kreiert. Neu kreiert. Jetzt ist es neu kreiert. Und wenn du sagst, es ist neu kreiert, dann kannst du sagen, danke. Danke heißt, danke, ich habe es jetzt neu gemacht. Ich habe es wieder verändert. Und I love you heißt, ich habe es ins Divine Design gestellt. Ich habe es aus der Perspektive der höchsten Liebe und Perfektion betrachtet, diese Situation. Also, und wenn du dann deine vier Sätzchen sagst, aber dein System schon weiß, ich habe es neu kreiert. Ich habe es neu kreiert. Dann will es auch wissen, wie es neu kreiert worden ist. Deswegen ist es nicht nachhaltig, einfach hier eine Leier abzustarten und zu sagen, okay, forgive me, I love you. Du brauchst eine neue Kreation. Du musst es neu machen und du bist die, die es neu gemacht hat. Und in Zukunft läufst du weiter so, wie es neu war. Ich mache dir ein Beispiel. Du hast dich mit jemandem gestritten. Ja? Du hast ihm was in die Schuhe geschoben. Du hast ihm was untergejubelt. Du hast ihm untergejubelt, dass er dich ablehnt, dass er dich nicht unterstützt, dass er dich nicht versteht und dass du dich verteidigen musst, weil du ja die bist, die nicht verstanden worden ist, die nicht unterstützt worden ist und die nicht verstanden worden ist. Jetzt musst du es neu kreieren. Jetzt sagst du, tut mir leid, dass ich dir in die Schuhe geschoben habe, dass du mich nicht unterstützen willst, dass du mich nicht verstehen willst, dass wir hier nicht in Harmonie uns miteinander unterhalten können. Das tut mir leid. Ich sehe es neu. Bitte verzeih mir. Ich sehe es neu, weil ich weiß, dass ich immer unterstützt bin, dass ich immer wahrhaftig sein darf, dass ich immer klar sein darf, dass ich immer in meiner Meinung gehört werde, dass ich niemals streiten muss, weil es gebührt mir. All das. Diese Ansicht von dir. Wir müssen uns nicht streiten, weil ich weiß, du bist auf meiner Seite, du unterstützt mich.
Wunderbar. Ich sehe dich im Divine Design. Ich liebe dich. That's it. Das ist Ho'oponopono in Wahrheit. Keiner weiß es, keiner macht's. Jeder labert irgendwelche Sätze runter und wundert sich, warum es nicht funktioniert. Weil es im Ursprung nicht mal so gemeint war. Also wenn du jetzt Ho'oponopono machst, dann weißt du, was du zu tun hast. Und das ist der Prozess, die Situation zu verändern und ins Divine Design zu setzen und dass du dann die bist, die diese Situation schon immer im Divine Design erlebt hat. Und schon ist die Verletzung weg. Weg. Sie ist weg. Sie hat nichts mehr mit dir zu tun.